Hey Leute und damit willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games und alles klar, zwei rote Leute, jetzt knacke ich die Runde, ich verspreche es euch. Ja, das was ich sagen wollte war, ich habe momentan einfach zu viel Pech, das liegt dran. Erst heute bin ich mit ein glückliches Gefühl aufgestanden, habe mir nichts Böses dabei gedacht, aber Leute, ich habe mir wirklich nichts Böses dabei gedacht. Alles klar, nein, scheiße, nein, 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 jetzt bin ich im Sandwich. Mann! Also wie gesagt, ich habe mir nichts Böses dabei gedacht und habe meinen PC gestartet. Ja, nach einer Weile ist halt so eine sympathische Meldung gekommen und da stand eben drauf, Digga, willst du nicht mal ein Windows-Update mal machen? Hast du ja seit langem nicht mal gemacht. Na, ich habe ja natürlich meinem PC vertraut, wie man das auch so macht. Ey Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange diese Updates gedauert haben. Ich weiß nicht, was da los war. Alter, ich dachte schon, mein PC lädt mir irgend so einen Trojaner herunter. Keine Ahnung, wie viele Gigabyte das waren. Keine Ahnung, warum es auch so lang gedauert hat. Und keine Ahnung, warum mich der Hurensohn angreift. Auf jeden Fall hat das Update installieren um 11 Uhr begonnen und hat circa um 16 Uhr aufgehört. Nie wieder Windows-Updates installieren. Ich kann es euch einfach nur ans Herz legen. Ich werde das nie wieder machen. Ist mir scheißegal, wie veraltet mein PC ist. Ich warte nie wieder 5 Stunden für so ein Kack. Vor allem, da ich heute aufnehmen wollte. Mann!